Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir als Andreasgemeinde mit all unserer Buntheit und Vielfalt geben uns bewusst jedes Jahr ein Jahresmotto und setzen damit einen bestimmten Fokus. Das Jahresmotto dieses Jahr heißt Zusammenwachsen und Zusammenwachsen. Und dieses Jahresmotto hat drei Dimensionen. Wir wollen in die Tiefe wachsen und stärker in Gott verwurzeln. Wir wollen in die Mitte zusammenwachsen. Nach dieser Zeit der Distanz bei Corona wollen wir mehr zusammenkommen, näher zusammenkommen und mehr miteinander machen. Und wir wollen in die Höhe wachsen, um Schatten zu schaffen für Menschen, die Schatten suchen, um zusammenzukommen, aber auch um Frucht zu bringen, von den anderen Menschen profitieren können. Und dieses Jahresmotto hat sogar manchen berühmten Koch inspiriert. Aber seht selbst. Herzlich zu Andy Kitchen, der ersten virtuellen Kochshow der Andreasgemeinde Niederhöchstadt. Mein Name ist Timo Becker und ich koche mit euch heute das Lieblingsgericht aller Hessinnen und Hessen. Handkäse mit Musik. Laudato si, oh mi signore. Laudato, Quatsch, ist natürlich Blödsinn. Handkäse ist was für Fortgeschrittene. Wir starten heute mit dem, was das Frühjahr zu bieten hat, mit Frankfurter Grisauce. Das Besondere bei Grisauce ist, dass jeder denkt, er oder sie würde die beste Grisauce machen. Oder Mutti hat die beste Grisauce gemacht. Das ist natürlich totaler Quatsch, weil ich mache die beste Grisauce. Und deswegen möchte ich euch heute von meiner Weisheit ein bisschen was abgeben. So, aber was brauchen wir eigentlich für eine echte Frankfurter Grisauce? Natürlich die sieben Kräuter. Und die könnten, ähnlich wie die Menschen in der Andreasgemeinde, unterschiedlicher überhaupt nicht sein. Mit der Pimpinelle. Ein wunderschönes und eher zierliches Kraut, was ein bisschen Gurkengeschmack mit in die grüne Soße bringt. Die Blätter der Pimpinelle sterben im Winter einmal kurz ab, ehe sie von neuem erblühen und die Pimpinelle ganzjährig geerntet werden kann. Ein zierliches Kraut mit ordentlich Wumms. Weiter geht's mit dem Schnittlauch, das einzige Kraut, was selbst im Winter eine Bikini-Figur trägt. Deswegen lautet der botanische Name des Schnittlauchs auch Allium schönoprasum. Klingt toll und das ist der Schnittlauch auch. Ein schwäbisches Sprichwort besagt, je dicker der Schnittlauch, umso böser die Hausherrin. Der Borretsch ist der Alkoholiker unter den Kräutern. Ja, denn Wissenschaftler aus Braunschweig haben herausgefunden, dass Borretsch wohl die Leberwerte verschlechtern kann. Also ein Glas weniger Äpfel am Abend und der Borretsch in der Grisauce ist vollkommen okay. Prösterchen. Das anspruchsloseste von allen Kräutern ist vermutlich die Kresse, denn die wächst überall. Ja, für den Geschmack der grünen Soße ist die Kresse aber unabdingbar. Klein, aber oho. Neben der Petersilie will eigentlich im Beet kein Kraut wachsen. Nicht mal Salat sollte man neben Petersilie pflanzen. Aber sobald man das Paket der grünen Soße öffnet, findet man reichlich Petersilie. Denn ohne ihren Geschmack wäre grüne Soße nicht die grüne Soße. Der Sauerampfer ist ein echtes Heilkraut, denn der wirkt blutreinigend und gehört definitiv zur Frühlingskur. Sauerampfer verpasst, wie der Name schon sagt, der Grisauce eine leicht säuerliche Note und die wird ergänzt durch den Kergel, der der grünen Soße eine leicht süßliche Note verpasst. Und zusammen sind sie die sieben Kräuter der grünen Soße. Sieben Freunde sollt ihr sein. Und jetzt geht's in den Mixer. Denn vor dem Mixer sind wir alle gleich.
Okay. Jetzt gibt es wahrscheinlich einige, die sagen, Mixer? Spinnt der? Kräuter werden gehackt oder geschnitten. Ja, das ist richtig. Ja. Aber dennoch mixe ich einen Teil meiner Kräuter. Die anderen Kräuter, die werde ich hacken und schneiden, sodass man anschließend noch ein bisschen Biss in der Grillsoße hat. So, aber bevor wir loslegen, werden wir die Kräuter jetzt erstmal ordentlich waschen. Dann müssen die Stiele von den Kräutern entfernt werden. Jetzt kann man ein paar Kräuter hacken oder schneiden und die restlichen Kräuter kommen in den Mixer. Ja, das sorgt nämlich für die schön grüne Farbe der grünen Soße. So, nachdem wir die Kräuter jetzt püriert haben, fügen wir jetzt einfach unsere Grundlage dazu, nämlich Joghurt, ein bisschen Speisequark, saure Sahne oder Schmand. Alles schön miteinander verrühren und jetzt sehen wir schon, die Grillsoße wird so langsam grillt. Ein kleines bisschen Zucker und natürlich ordentlich Mayonnaise. Knoblauch mag ich persönlich überhaupt nicht da drin, aber es gibt durchaus Leute, die würzen das Ganze mit ein bisschen Knoblauch oder Gurkenwasser. Um die Jahreszeit empfiehlt sich immer ein bisschen mittelscharfer Senf dazu und ein kleines bisschen Zitrone. So, jetzt fehlt nur noch ein bisschen Salz und etwas Pfeffer. Noch einmal umrühren und dann ist unsere grüne Soße auch schon genau da, wo wir sie haben wollen, in unserem Mund. Mmh. 7 Kräuter, die unterschiedlicher nicht sein können, bilden gemeinsam das leckerste Essen, was die hessische Küche zu bieten hat. An dieser Komposition können wir uns als Andreasgemeinde ein Beispiel nehmen, denn besser kann man überhaupt nicht zusammenwachsen. Mmh. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal Andy Kitchen mit euch. Dann machen wir gemeinsam Handkäse mit Worship. Bis dann. Zusammenwachsen und zusammenwachsen kann sehr lecker sein, wie wir eben gesehen haben. Das ist aber nicht allein der Grund, warum wir hier in Niederhöchstadt sind. Wir werden auch gleich Frankfurter Grillsoße essen, aber es gibt noch einen ganz wichtigen Grund, warum wir heute hier beim Apfelwein Müller stehen. Und zwar? Ich habe die Glaubenskursarbeit hier von Klaus Douglas übernommen und habe gemerkt nach den ersten Glaubenskursen, die ich gemacht habe, dass Männer ein bisschen Schwierigkeiten haben mit dem Format. Dann habe ich gedacht, dann mache ich doch mal einen Männerstammtisch und zwar in der Kneipe und mache dort den Glaubenskonkurs. 16 Männer hatten sich angemeldet und 13 haben bis zum Schluss mitgemacht. Wir haben es abgeschlossen, statt mit einem Gottesdienst, wie ich es normalerweise mache, also so eine Andacht am Schluss, sind wir wandern gewesen im Rheingau mit verschiedenen Stationen. Und dann war es zu Ende und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Denn die Leute, die Männer wollten gerne weitermachen. Und jetzt wollen wir mal sehen, was aus dieser tollen Idee damals geworden ist. Erde, die uns dies gebracht, Sonne, die es reif gemacht, liebe Sonne, liebe Erde, euer nie vergessen werde. Guten Appetit. Amen. Und hat jetzt Prost genannt. Es ist jetzt tatsächlich genau 10 Jahre her, dass wir uns zum Glaubenskonkurs als Männerstammtisch getroffen haben. Stellt euch doch einfach mal vor, und zwar wie wir es immer machen, mit dem Eisbrecher sozusagen am Anfang, zumindest immer als ich noch dabei war, mit dem Eisbrecher am Anfang Name und wie lange ihr schon dabei seid. Und was ist für euch der Geschmack dieses Männerstammtisches? Jürgen Karl, ich bin von Anfang an dabei, seit dem ersten Treffen hier.
Und der Geschmack des Männerstammtisches ist sehr vielfältig, weil wir jedes Mal, wenn wir uns treffen, nicht mehr hier, aber wenn wir uns woanders treffen, jedes Mal bringt jeder irgendetwas zu essen mit und das ist immer verschieden. Funktioniert ohne Abstimmung, immer eine schöne Tafel. Mein Name ist Siegfried. Ich würde sagen, es ist vielfältig und reichhaltig und variantenreich, also immer genug. Aber du machst immer das Gleiche. Wie lange bist du schon dabei? Ja, ab Anfang. Von Stunde Null. Stunde Null. Okay. Ja, genau. Ich bin der Rolf und ich habe den Männerhauskreis oder Männerkreis oder Club oder wie auch immer. Vor 3 Jahren bin ich reingekommen, aber auch aus dem Grunde, weil ich habe immer schon was mit Männern zu tun gehabt in meiner Arbeit und ich wollte in einen christlichen Männerkreis mal reingehen. Ich finde das ganz toll, dass wir als Männer als erstes was essen. Aus dem Grunde, weil ich dann nicht auf die Uhr gucken muss und dann halt 15 Minuten später kommen kann oder auch früher da sein kann, wie auch immer. Aber das ist so ein Einstieg und das gefällt mir. Ja, ich bin Eckhard Krakau. Ich bin jetzt 8 Jahre, glaube ich, mit dem Männerstammtisch. Nicht ganz von Anfang an. Was mir hier gefällt, wie schon oft gesagt, dass wir immer was anderes zu essen haben. Letzte Zeit bringe ich immer Frikadellen mit, die aber auch immer sehr gut ankommen. Ja, das wär's. Ich bin der Stefan Glink. Ich bin eigentlich seit der Stunde Null dabei und ich muss sagen, der Geschmack des Männerstammtisches ist sehr vielfältig. Es gibt einige Klassiker, aber auch immer wieder Überraschungen und es wird eigentlich nie langweilig. Ja. Carsten, ich bin heute Gast hier in diesem Stammtisch und ich kann bezeugen, es geht nicht nur um Essen. Wir haben jetzt schon viel gelacht und das werdet ihr nachher auch noch merken, dass es auch inhaltlich hier zur Sache geht. Ja, ich bin der Georg, bin nicht ganz von Anfang dabei, wir sind später zugekommen. Und was der Geschmack vom Männerstammtisch oder Hauskreis ist, ist im Grunde diese Vielfalt und dass man sich gegenseitig akzeptiert und dass man zusammen was macht und dass jeder was einbringt. Das ist schon ein Unikat im Grunde genommen. Ja, und ich bin der Roland und bin auch fast vom Anfang an dabei. Der Männerhauskreis ist für mich Umami. Was ich ganz toll finde, ist, dass man ja, sich jetzt wirklich in dieser Gruppe so lange kennt, dass man auch wirklich über ganz, ganz innere Sachen auch reden kann mit Männern, was ja irgendwie nicht ganz üblich ist. Und sich auch wirklich anderen Leuten auch offenbaren kann. Über ganz intime Sachen. Und was ist Umami? Was heißt das? Umami ist der 4. Geschmack. Also nach salzig, süß und so weiter. Bitter. Ihr habt ja damals mit dem Glaubenskurs Entdecke deinen Glauben gestartet und später dann euch mit die Geschichte beschäftigt. Was war denn die Motivation, da mitzumachen? Beispielsweise von dir, Stefan. Ja, ich bin wirklich durch den Glaubenskurs bei Kai einfach auf den Weg gekommen. Ich habe vorher mich mit Religion und Glauben gar nicht so stark auseinandergesetzt seit meiner Konfirmation. Und der Glaubenskurs war bei mir so eine Initialzündung. Und als Kai mich dann fragte, Stefan, was würdest du davon halten, einen reinen Männerstammtisch zu initiieren, habe ich gedacht, Mensch, das ist eine super Idee. Weil die ganzen Hauskreise, die ich vorher gesehen hatte, waren nur gemischt. Und ich habe gedacht, Mensch, wenn die Männer unter sich sprechen und sich dann öffnen, ist das eine tolle Möglichkeit. Und von dem Glaubenskurs war mir hängen geblieben so dieses Vertrauen. Ja? Glauben ist Vertrauen. Und das fand ich sehr, sehr wichtig, sehr schön. Und das ist auch etwas, was sich über die Jahre in dem Männerstammtisch gezeigt hat, dass wir uns gegenseitig vertrauen, dass wir keine Angst haben, uns zu öffnen und einfach gemeinsam in unserem Glauben wachsen. Und das ist für mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Was hat euch motiviert mitzumachen, Jürgen, Sigi? Im Gegensatz zu Stefan fand ich die Idee eines reinen Männerkreises sehr fremd erstmal, ja, weil der Glaubenskurs, war ganz normal, nicht nur Männer, und dann gab es den zweiten Glaubenskurs und als der zu Ende war eigentlich die Frage, gehen wir jetzt auseinander oder
gibt es noch irgendwas, was wir zusammen machen können? Dann kam die Idee eben auf, dass wir das mal versuchen mit einem Thema. Und das fing ja an mit der Geschichte. Und so hat sich das entwickelt. Und das war eigentlich die Motivation, das mal zu beginnen, und hat sich als richtig erwiesen. Figi? Ja, also meine Motivation war einmal in Gemeinschaft jetzt dem Glauben nachzuspüren. Und eben jetzt, man hat auch eine eingeschränkte Sicht, und jetzt in der Gemeinschaft kommt man zu völlig neuen Erkenntnissen. Also das finde ich sehr bereichernd. Ich sage immer, ich stehe im Glauben, finde ich kein tolles Bild, weil Glauben nicht stehen ist, sondern Glauben ist Bewegung, Vielfalt, neue Erkenntnisse, Erweiterung. Super. Nach dem Glaubenskonkurs haben wir dann allerlei Themen besprochen. Wisst ihr eigentlich noch, welche Themen das alles waren? Also wir hatten die Geschichte, aber es waren noch einige Themen, die wir dann durchgesprochen haben. Ja, Offenbarung hatten wir, eine Sache, die ich sehr duster fand, für mich ganz neue Erfahrung. Das war nicht so, ja, erheiternd. Ne? Da hat man Glaube, wenn das so düster ist, da muss was anderes noch geben. Und darüber haben wir dann gesprochen. Hat natürlich das schwerste Buch der Bibel gleich genommen. Was war überhaupt die Geschichte? Da bist du, glaube ich, auch richtig mit eingestiegen. Ja, die Geschichte ist eine Darstellung der Bibel in einer zeitlichen Abfolge. Also nicht in den einzelnen Büchern, sondern da wurden Querverweise, auch Hinweise, Altes, Neues Testament dargestellt. Das war eine sehr spannende Erfahrung, das mal so zu sehen, dass man sagt, das ist hier an einem Zeitstrang sozusagen sich orientiert und nicht nach den einzelnen Büchern, wie sie in der Bibel sind. Und zur Geschichte, da fällt mir noch ein, was mich sehr beeindruckt hat und glaube auch uns alle, dass Gott mit seinem auserwählten Volk quasi immer wieder Reinfall gehabt hat und welchen Langmut und Geduld er aufwendet, immer wieder von dem Volk nicht abzulassen und mit ihm weiterzugehen. Gell? Ihr hattet dann noch andere Themen, ich habe Vater Unser und Gebet, ja, hattet ihr? Ja, wir wählen ja Psalmen. Genau. Psalmen war ein Thema. Die Themen schlägt ja dann irgendjemand vor und dann schließen wir uns dem an. Also hat jeder mal, glaube ich, ein Thema eingebracht. Was vielleicht jenseits der Themen noch bemerkenswert ist, ist, dass man hier einfach immer mehr mitnimmt aus dem Austausch. Genau. Ja, das, also wenn man selber das... Wir bereiten das jetzt zu Hause immer vor und lesen das. Dann kommt man hierher und dann sieht man andere Blickwinkel von jemand anders. Und die sind nicht nur erlaubt, die sind sogar gewünscht, die bringen einen selber weiter. Ja. Einfach mal so ein Buch, das über das Thema sieben Todsünden. Und ja, und das ist ein sehr komplexes Thema, ist auch ein bisschen katholisch. Aber ich denke mal, wir haben am Schluss besser draus gemacht. Wir haben dann sieben Gänge-Menü gemacht, für jede Todsünde einen Menüvorschlag. Was war da zum Beispiel? Also für die Völlerei haben wir Schweinekrustenbraten gemacht. 2 Kilogramm, das ist eigentlich ein bisschen. Ja, aber genau, aber das ist einfach, kann man machen. Kann man nicht. Auf dem Altar kann man das nicht machen, aber bei uns zu Hause. Und da kriegt man trotzdem die Kurve. Das ist gut. Also einfach so auch einen Weg finden, wie man mit so Themen umgeht, die vielleicht nicht so ganz bei einem sind und griffig sind. Und ihr habt wieder Thema und Essen miteinander verbunden. Ja. Und sind dabei noch lebendig geblieben. Sehr cool. Okay. Georg, du hast zunächst die Koordination übernommen von diesem Haufen, sage ich mal, und dann auch die Leitung. Was ist denn da besonders schön und was ist denn auch vielleicht besonders herausfordernd? Also was schön ist, dass es trotzdem funktioniert. Obwohl du die Leitung hast oder obwohl die Männer dabei sind. Ja, das ist ja... Also, es gibt hier keine Leitung. Das ist ein anarchischer Haufen. Georg ist der Cheforganisator. Genau, aber man muss ja trotzdem, muss bestimmen, aber Freiheit lassen. Und Freiheit lassen heißt ja, dass sich jeder einbringen kann. Okay. Weil wir sind schon vom Charaktertyp her sehr unterschiedlich. Und irgendwie, also meistens gelingt es, aber wenn es mal nicht gelingt, ist es kein Problem. Okay. Und wir finden immer wieder auch neue Themen, weil eigentlich die Interessenlagen unterschiedlich sind. Und was eigentlich auch klar ist, also dadurch, dass wir so viel zusammen machen, machen wir auch viele andere Sachen. Also das ist jetzt nicht nur der Hauskreis, sondern wir stimmen uns ab, wenn es irgendwas für die Gemeinde zu tun gibt. Also das, sagen wir, dieser Hauskreis,
das mag vielleicht am Anfang privat gewesen sein, aber jetzt ist es praktisch eine öffentliche Institution, die in der Gemeinde aktiv ist. Super. Und da sich keiner zu schade für irgendwas, sondern jeder bringt das ein, was er gut kann. Und im Grunde genommen hört sich ja so Hauskreis immer an, als ob das was für jeden individuell war. Aber im Grunde genommen dient man der Gemeinde. Er ist offen. Also nicht alle haben sich auch bei uns wohlgefühlt, muss man auch dazu sagen. Es gibt manchmal Menschen, die wollen, ich sag mal, die wollen einen Pfarrer haben, der professionell das ganze Thema angeht. Das ist bei uns nicht der Fall. Aber weil wir so viel Geduld miteinander haben und weil wir so viel Interaktion haben, finden wir trotzdem einen Weg. Das ist schon eine Überraschung, wenn man es so aus der Perspektive betrachtet. Wir wollen nochmal überlegen, was hat unser Jahresthema eigentlich mit euch zu tun? Warum sind wir überhaupt hier, außer dass wir wieder gemeinsam zusammen ist? Und damit gehen wir dann sozusagen in den nächsten Gesprächskreis. Das Jahresmotto für uns als Andreasgemeinde lautet ja zusammen wachsen und zusammenwachsen. Und Kai hat ja schon die drei Dimensionen genannt, nämlich zum einen das Wachsen in die Tiefe. Wir wollen uns in Gott verwurzeln, fest in ihm verwurzeln. Und dann wollen wir aber auch, so wie es hier dieser Hauskreis, dieser Männerstammtisch hat, untereinander zusammenwachsen, Freundschaften bilden, Vertrauen schaffen, füreinander da sein. Und gerade auch in diesen Corona-Zeiten, wo wir ja immer auf Abstände und Distanz getrimmt sind. Und dann wollen wir als dritte Dimension auch wachsen nach oben. Wir wollen Schutz und Schatten bieten, unter denen sich die zahlreichen Menschen hier in Niederhöchstadt, in der Sporn, in der Region sammeln können. Und wir wollen Früchte tragen. Früchte, die man genießen kann, von denen man zehren kann. Ein Bibelvers, der uns aufgefallen ist, was so ein bisschen Motto für dieses Jahr ist, steht in Jeremia 17, die Verse 7 und 8. Dort steht: Gesegnet ist der Mann, gesegnet sind die Menschen, die sich auf den Herrn verlassen und dessen Zuversicht der Herr ist. Die sind wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hin aufsteckt.
Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern er bringt ohne Aufhören Früchte. Ihr seid als Gruppe, als Einzelne in diesen 10 Jahren, die ihr jetzt auch schon zusammen seid, auch relativ stärker in die Tiefe gewachsen, zu Gott hin, habt euch in Gott verwurzelt. Könnt ihr da irgendwas erzählen von einer Erfahrung, einem Erlebnis, ein Thema, das euch sozusagen in die Tiefe gebracht hat, Gott näher gebracht hat? Es ist ja so, dass Gott ist ja nichts Abstraktes. Gott ist ja unter uns. Und ich denke, so, wenn wir zusammen sind, macht uns der Heilige Geist nah oder führt uns zu Gott, weil wir einfach das zulassen. Und wenn ich so überlege, so ein Gottesdienst ist eigentlich auch Gemeinschaft, aber Hauskreis ist eine andere Qualität von Gemeinschaft. Und das bringt einem, also mich bringt es zumindest ein Stück Gott näher, weil ich meinen Nachbarn, meine Freunde, meine Bekannte, ich erlebe das einfach näher. Weil ich denke, es ist auch das anknüpfend an das, was der Georg sagt, es ist eine andere Art, Gott zu erleben, weil es eben Austausch ist. Während Gottesdienst so eine Einwege-Kommunikation ist, ist das hier 2 Wege, 3 oder 4 Wege. Weil ich denke, wir gehen alle, wenn wir nach Hause fahren, mit einem anderen Verständnis nach Hause, als mit dem wir gekommen sind. Und das ist eben auch durch den Austausch und durch das Reden über Gott, das Lesen gemeinsam, ist das eben hervorgerufen worden. Rolf, du bist eigentlich schon ganz lange im Glauben, aber du bist dann dazugestoßen zu diesem Stammtisch. Ja, ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, mehr in der Richtung, wir sind ja Männer, ne? Wenn ich daran denke, dass Jesus auch mit seinem Männerkreis zusammengekommen ist, mit 12 Leuten, fühle ich mich hier wohl. Ja? Das heißt, Jesus ist auch dabei, aber auf eine andere Art und Weise und das gefällt mir. Und der Sigi, der gefällt mir auch, obwohl ich seine theologische Meinung manchmal nicht teile. Ne? Aber er hat eine andere Fähigkeit, die mir immer gut tut. Dass, wenn man nicht weiter weiß, hat er dann geschichtlich noch was beizutragen. Das gefällt mir immer ganz gut dabei. Ja, und so von der Tiefe her, ich muss so dran denken, wo du in Fulda warst, glaube ich, ne? Fulda warst und dann halt einen biblischen Eindruck hattest und das hast du gleich uns weitergegeben, ne? Und Limburg war das, richtig, ne? Und das war so eindrücklich gewesen, das fand ich stark, ne? Mich würde mal interessieren, wie seid ihr denn zueinander gewachsen, also als Gemeinschaft gewachsen? Was waren da wichtige Schritte, an die ihr euch erinnert? Also ich fand, die erste Zeit fand ich immer ein bisschen schwierig hier in dem Kreis, weil wir immer nur zusammengesessen haben und nur gegessen haben und dann die Bibel natürlich auch versucht haben zu verstehen. Und da habe ich meine Idee mal reingebracht, wir müssen mal was mehr Gemeinsames machen. Nicht nur auf dem Herbstmarkt sein, sondern auch was Gemeinsames. Und da kam ich so auf die Idee, Mensch, gibt es so eine Idee bezüglich Pilgern oder so? Und Roland, du hast es ja dann gleich aufgenommen, ne? Ja, ich habe den Diakon der Nikolausgemeinde getroffen und er hat in den letzten Jahren hat eine Ausbildung als Pilgerführer gemacht und den habe ich gefragt, ob er uns als Gruppe eine Pilgerung anbieten kann. Und er hat das dann wirklich ganz toll gemacht. Es war auch so, dass dieser Pilgertag einfach auch für uns auch was gegeben hat, was uns zusammengeschweißt hat auch. Was dabei gut war, natürlich auch die Sache, dass man nicht in einem Raum immer nur zusammen war, sondern dass man mal in der freien Natur war, ja. Und sich immer Gruppchen auch gebildet haben. Also man war jetzt nicht immer als Gruppe zusammen, dann gingen mal die beiden zusammen und jeder hat auch mal Themen privater Natur dann und was der andere überhaupt beruflich gemacht hat oder so. Also es ging dann schon in die Tiefe und man hat sein Gegenüber noch näher kennengelernt. Und er hat einen Stock dabei gehabt, den habe ich gebraucht. Super. Du, Georg, hast ja vorhin gesagt, dass so ein Hauskreis oft privat startet und dann aber sich irgendwann der Blick weitet. Und so hat sich auch bei euch der Blick geweitet. Ihr trefft euch nicht nur und esst und diskutiert Bundesliga-Ergebnis und seid füreinander da und taucht in die Bibel ein, sondern ihr seid auch sehr engagiert in der Gemeinde. Den Bierstand im Oktoberfest kennt viele,
Aber dann habt ihr auch legendär gekocht beim Gründonnerstag. Ich glaube, es waren 15 Kilo grüne Soße-Kräutern. Oh. Ja, also ich glaube 100 Leute und 110 Ja. Und ich weiß nicht, 80 oder 90 Eier und mehrere Kilo Kartoffeln. Und dann haben wir einmal Gottes Bescheißerle gemacht. Was sind Gottes Bescheißerle? Ja, das sind Teigtaschen und da ist, damit eben in der Fastenzeit Gott nicht sieht, dass das Fleisch ist, wird das Fleisch in diese Teigtaschen reinverarbeitet. Beeindruckt hat mich Harry, der heute nicht hier sein kann, den ihr lange begleitet habt. Wenn ein Mann, sag mal, im besten Alter einen Schlaganfall kriegt, er blindet, das ist schwierig. Und wenn dann seine Frau noch stirbt, ein paar Monate später ist noch mal obendrauf. Und das ist immer so die Frage, welche Rolle übernehmen dann die Kinder, welche Rolle übernehmen dann seine Verwandtschaft, welche Rolle übernehmen dann Freunde und Bekannte. Mhm. Und das war ja, ich sag mal, das war auch ein Ringen zusammen, ihn sozusagen, also wieder Licht zu geben. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber so eine Blindheit ist ja für Leute, die blind geboren sind, vollkommen anders, wie wenn jemand einen Schlaganfall hat und dann das Augenlicht verliert. Also das ist eine Geschichte vom Erfolg und vom Scheitern, von beidem. Es ist die Phase, wo er hier gewohnt hat, da haben wir uns regelmäßig um gekümmert, er war auch beim Hauskreis dazu. Aber was natürlich ist, so eine Blindheit, die nimmt einen von den Sehenden schon weg. Und dann gibt es so, ich will sagen, eine Weiche, aber ein Teil kann derjenige, der erblindet, kann was dazu beitragen, indem er versucht zurückzukommen. Und die anderen, die sehen, können versuchen, zu ihm zu kommen. Und das muss man dazu sagen, also beim Harry, ich kann so sagen, also mir ist es nicht gelungen, weil einfach ist so, diese Lebenswelten, die verschieben sich. Und was natürlich der zweite Punkt ist, er wohnt jetzt nicht mehr hier in Niederhöchstadt. Und das, was man so unkompliziert macht, mal hingehen, eine Stunde mit ihm spazieren und so weiter. Und man halt so richtig miterlebt, was passieren kann. Also obwohl, wir haben auch die ganze Trauerfeier und sowas für seine Familie und sowas organisiert und das alles so gut es ging. Aber das ist eigentlich so eine Situation, da kommen wir schon an die Grenzen. Und was natürlich auch gut ist, jetzt komme ich wieder so, ich sag mal so Art Demenzzentrum, Hilfe von anderen. Mhm. Weil es ist, natürlich kann ich mit ihm spazieren gehen, aber wenn es darum geht, zum Beispiel zum Verband der Blinden, irgendwelche Sachen zu organisieren, dass er ins Leben zurückfindet oder Blindensport, das können wir auch nicht machen. Da braucht man andere Menschen, die das können. Und das gibt es ja in der Andreas-Gemeinde. Also wer bereit ist zu reden, hat unheimlich viele Möglichkeiten. Also positiv, konstruktiv, auch schwierige Situationen zu lösen. Und das ist auch was wir da im Hauskreis gelernt haben. Mhm. Und da ist man eigentlich direkt betroffen und da kann man auch nicht mehr abhauen. Man kann sich nicht wegducken, sondern es steht direkt vor einem. Und wenn es klappt, ist gut. Wenn es nicht klappt, kann man sich Rat holen von seinen Freunden, wo man es machen könnte. Wow, vielen Dank auch für diesen differenzierten Blick. Ja. Georg hat es eben gesagt, es ist gut, dass wir in der Andreasgemeinde so, dass wir ein Demenzzentrum haben. Waltraud Kraft konnte damals fachliche Hilfe geben, um da, wo wir an unsere Grenzen gestoßen sind, tatsächlich auch weiterzuhelfen. Eine andere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass egal welchen Mann ich zu euch geschickt habe, ihr wart erstmal prinzipiell offen und habt ihn aufgenommen in euren Kreis. Also ihr wart keine geschlossene Clique, sondern über die 10 Jahre seid ihr immer offen geblieben, sind immer neue Leute dazugestoßen, was mich sehr beeindruckt hat. Was war gut daran und wo gab es dann auch Schwierigkeiten? Ja, ich sag mal, unsere vornehmsten Charaktereigenschaften, die sind halt, dass wir beweglich sind und Vielfalt zulassen. Das ist natürlich für Menschen, einen festen Glauben mit präzisen Definitionen suchen, die tun sich schwer bei uns. Und was man muss dazu sagen, manchmal genehmigen wir auch eine Auszeit, ja? Wenn einer erzählt vom Alltag und sowas und dann ist halt, geht halt mal ein Abend drauf, in Anführungszeichen, oder wird investiert, besser gesagt, einfach das für persönliche Belange. Und das gehört auch mit dazu. Wir haben eine sehr, sehr offene Gesprächskultur, wir lassen uns ausreden, wir geben uns den Raum und das ist für mich etwas sehr, sehr Wichtiges, weil es gibt auch andere Kommunikationsform, wo man Stammtisch-like sich dann ins Wort fährt und das hat eigentlich bei uns nie so verfangen, sondern wir lassen uns gegenseitig ausreden und geben uns Raum und das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
Ich glaube, das ist das, was auch Wolf vorhin sagte. Ja. Wir sind nicht alle immer einer Meinung. Ganz im Gegenteil. Aber ich habe das in den 10 Jahren noch nie erlebt, dass da irgendwo ein böses Wort gefallen ist, dass sich Leute gestritten haben oder dass wir in Zwietracht auseinandergegangen sind oder so. Also das war immer von Respekt und wir haben danach wieder gesagt, alles gut und wir sind anderer Meinung, das muss erlaubt sein. Mal wichtig, sag mal, wenn man jetzt aus der Gemeindeperspektive, für die Ina Bülles, die hat immer jemand, wo sie ansprechen kann. Sie weiß immer, wenn jemand vom Gottesdienst sich interessiert und sagt, ich hätte Interesse an dem Hauskreis, da kann sie immer zu mir kommen, ich spreche die Leute an. Also diese Eintrittsschwelle ist ganz niedrig. Ja? Die werden in Verteiler aufgenommen, die können kommen, können sich informieren, können sich vorstellen, das ist alles kein Problem. Und ich glaube, das ist, wenn man für die Gemeinde guckt, ist es einfach eine Handlungsoption. Also bei uns, wir würden nie sagen, wir sind voll oder belegt, wir können niemanden mehr aufnehmen. Das ist nicht vorstellbar, sondern wenn jemand kommt, kommt er und dann ist es gut. Und das auch, sagen wir, für die Ina als Ansprechpartnerin, gleich auch, sagen wir, eine verlässliche Größe, weil es einfach funktioniert, ohne Wenn und Aber. Und es ist für euch selbstverständlich, aber es ist nicht selbstverständlich. Ja. Und ich finde das schon wirklich groß, dass dieser Kreis immer diese Offenheit behält, die 10 Jahre lang behalten hat, ja, und eigentlich immer offen ist. Ja. Und das finde ich schon wirklich etwas ganz, ganz Besonderes von diesem Kreis, dass ihr das auch in den 10 Jahren durchgehalten habt. Vielen, vielen Dank dafür. Wirklich die Einladung. Wenn du Lust hast, hier dran teilzunehmen, melde dich bei Georg oder bei Ina Bülles. Roland, du bist ja Gärtner. Was beobachtest du denn in der Natur? Was fällt dir ein bei den Begriffen Zusammenwachsen und Zusammenwachsen? Ja, da fällt mir eigentlich nur das Bild hier von unserem Altkönig ein, wo man jetzt hochsieht und haufenweise Schneeflächen sieht, wo in den letzten Jahren Fichtenbestände kaputt gegangen sind, die einfach als Monokultur, als einzelne Bäume, die alle gleich sind, aufgepflanzt worden ist, während die Waldstücke, wo unterschiedliche Bäume gepflanzt worden sind, die stehen jetzt noch da oben und wachsen auch. Das heißt also, wie in der Andreasgemeinde eben eine Vielfalt da ist, ist sehr viel resilienter. Man kann, die wachsen zusammen und können was Zukünftiges geben. Super. So wie ihr als Männerhauskreis zusammengewachsen seid und weiterhin zusammenwachst, so möchten wir als Gemeinde vielfältige Angebote schaffen und anbieten, damit auch ihr so etwas Wunderbares wie hier diese Männer erleben könnt, die als Freunde, als Gemeinschaft zusammenwachsen, zusammengewachsen sind, dabei, das haben wir gehört, Neues gelernt haben, auch weiterhin wachsen, auch mit Blick auf die eigene Spiritualität und auf Gott und Früchte bringen. Auch das habt ihr erzählt, indem ihr füreinander da seid, vertrauensvoll, manchmal auch ein bisschen kernig-männlich miteinander umgeht, aber immer wieder füreinander tatsächlich da seid, durch dick und dünn geht und, was ich so schön finde, auch offen seid für neue Impulse und auch für neue Männer. Stichwort zusammenwachsen. Das ist auch der Grund, warum wir von einem neuen Gebäude träumen. Denn da können wir auch zusammenwachsen und all unsere Angebote von den Kindern über die Jugendlichen, Erwachsenen bis hin zu den Senioren in einem Gebäude wirklich verwirklichen, sozusagen von der Wiege bis zur Bahre. Und wir wollen aber in diesem Gebäude nicht nur Raum haben für uns als Gemeinde, wo wir zusammenwachsen und zusammenwachsen, sondern auch nach außen strahlen. Deshalb sind wir mit einem Kooperationspartner im Gespräch. Deshalb hören wir, was will die Stadt, was Niederhöchstadt und Eschborn gut tut. Dieses Gebäude soll wirklich zum Segen werden. Über Niederhöchstadt hinaus in diese ganze Region für die vielen, vielen Menschen, die hier leben, arbeiten. Und das passt so gut zu dem, was wir in diesem Jahr als Gemeinde haben. Nämlich erstens, wir wollen gemeinsam als Gemeinde dieses Jahr nutzen, um in die Tiefe zu wachsen, um uns noch stärker in Gott hinein zu verwurzeln, damit wir nahe sind an dem Wasser, um dann entsprechend Frucht bringen zu können. Wir haben damit gestartet mit der Gebetswoche Anfang dieses Jahres. Ich war echt berührt, als ich gehört habe, dass es 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gab, die diese Gebetswoche vorbereitet haben. Wisst ihr, wir als Gemeindeleitung beten eigentlich darum, dass unsere Gemeinde zu einer gebetenden Gemeinde wird. Deswegen ist gerade diese Woche am Anfang, vielleicht machen wir Mitte dieses Jahres noch mal eine Woche, so wichtig. Und ich möchte gern euch ermutigen, das dann auch zu nutzen, dorthin zu gehen
uns zu beten. Carsten hat mir heute einen super Satz zugeschickt, der sagt, jedes Mal, wenn ich bete, bekomme ich einen Mutanfall. Jedes Mal, wenn ich bete, bekomme ich einen Mutanfall. Und ich finde das wunderschön. Gerade in dieser Zeit, wo ganz viele Wutanfälle sind, brauchen wir Mutanfälle. Ja? Und dass wir als Gemeinde, dass wir wirklich ins Gebet gehen, denn ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, durch Gebet bekomme ich einen Mutanfall. Ich werde am 22. Februar wieder einen Glaubenskurs anbieten, höchstwahrscheinlich digital und Präsenz irgendwie zusammen. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Und Ina Bülles wird sich auch in den nächsten Wochen melden mit verschiedenen Ideen, wie wir als Hauskreis, als Kleingruppen in die Tiefe wachsen können. Zweitens wollen wir wieder stärker zusammenwachsen, in und nach der Corona-Zeit Kontakte ermöglichen, uns wieder treffen. Und wir als Gemeinde wollen Räume für Begegnung, für Gemeinschaft schaffen. Wir wollen Angebote in den Fokus nehmen, in denen Begegnung wieder möglich ist. Vor allem nach unseren Veranstaltungen. Kaffee trinken, ansprechbar nach den Gottesdiensten, in den Abendgottesdiensten, Cheese and Wine. Aber auch feiern, Sekt trinken, fröhlich sein, Gemeinschaft erleben nach Theateraufführungen, nach dem Kindermusical, beim Oktoberfest. Da seid ihr dann wieder dran mit Getränke ausschenken. Und das hatten wir auch schon, immer mal wieder ein Mittagessen nach dem Gottesdienst am Sonntag. Das wollen wir auch regelmäßig machen, als Möglichkeit, dort die Gemeinschaft zu vertiefen. Vieles davon hatten wir schon, aber wir wollen jetzt im Jahr 2022 wirklich einen Schwerpunkt, ein Augenmerk darauf legen. Und die dritte Dimension von Zusammenwachsen ist, dass wir nach oben wachsen, dass wir viel Raum schaffen, Schatten spenden, wo Menschen gerne zusammenkommen und wo dieser Baum dann auch Früchte bringt, von denen andere Menschen zehren können. Und eine erste Idee dazu ist, dass wir einfach Räume schaffen wollen, wo Menschen ungezwungen sich treffen können. Dass wir mal die Gemeinde öffnen für einen Cocktailabend oder für einen Spieleabend, wer so etwas Lust hat. Wenn ihr da Ideen habt, was man alles machen kann, um einfach zwanglos zusammenkommt, dann kommt auf mich zu. Und wir werden versuchen, da was zu organisieren. Wir hatten schon mal eine Gemeinde-App, das wollen wir gerne wiederbeleben, dass es eine App gibt, wo Leute einfach ihre Aktion reinstellen können. Und wer Lust hat, meldet sich und kommt dann einfach dazu. Und Carsten hat es eben schon gesagt, etwas, was dazugehört, ist, dass wir das Oktoberfest wieder gemeinsam feiern wollen. Und dann höchstwahrscheinlich auch das Musical Zimmer mit Stallgeruch. Beim Oktoberfest, darauf freue ich mich besonders, ist unsere Idee, dass wir das Thema haben und Gott lacht. Und wir wollen einfach vier Abende Comedians einladen, christliche Comedians einladen, die uns zusammenführen, wo wir einfach mal nach dieser schweren Zeit miteinander lachen. Nochmal der Bibelvers, der uns inspiriert hat, der Leitvers ist für dieses Jahr. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn, den Gott, verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist nämlich wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. So die Worte, die uns inspiriert haben für dieses Jahresmotto. Und in diesem Sinne, lasst uns wirklich unsere Wurzeln in die Tiefe bringen und in Gott verwurzeln, unsere Spiritualität vertiefen. Lasst uns zusammenwachsen als Gemeinde, als Gruppe, als Hauskreis, als Team und zusammen den vielen Menschen da draußen die Möglichkeiten, Aktionen, Räume anbieten, wo sie ihre ersten Schritte hinein in unsere Andreas-Gemeinde gehen können, hinein in unsere Gemeinde wachsen können. Wir wollen zusammen wie im Gottesdienst jetzt unsere Fürbitten vor Gott bringen. Und wir machen das diesmal ein bisschen anders, dass unser Männerstammtisch die Gebete spricht. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten und dann auch mit dem Vater unser gemeinsam schließen. Ja, lieber Gott, schön, dass es sich gibt. Schön, dass du uns die Möglichkeit gibst, unsere Nachbarn anzusprechen. Denn wenn wir wachsen wollen, sind Wurzeln nebeneinander. Und immer dann, wenn es darum geht, Kraft zu finden, das finden wir zuerst bei unseren Nachbarn, direkt in der direkten Nachbarschaft, bei unseren Freunden, bei unseren Bekannten. Und wir wollen ja einen großen Baum haben, der Früchte trägt. Der fängt aber an unten. Und unten ist der Dialog, unten ist die
es sich selber überwinden, auf einen anderen zuzugehen, einfach offen zu sein für die Menschen, die direkt vor einem stehen. Und das ist eine Möglichkeit, die uns einfach ganz viel Möglichkeiten gibt, Dinge zu machen, die wir vorher nicht gemacht haben. Und wenn wir wachsen wollen, fängt es bei uns selbst an, fängt es mit unserer eigenen Offenheit an. Und lieber Gott, gib uns die Kraft, dass wir das schaffen. Amen. Herr Jesus, und ich möchte dich bitten für ja, hier in Deutschland, du weißt um die vielen Dinge, die die Politiker beschäftigen, ob es jetzt die Wärme ist, die Hitze, ob es die Umwelt ist, die chaotisch ist, ob es auch die Erkrankungen sind, die jetzt immer wieder höher werden, Corona-mäßig. Herr, du hast auch einen Blick darauf. Ja, und ich möchte dich bitten, dass hier auch immer wieder Linderung da ist, Tröstung da ist, auch Erquickung da ist. Ja, und dass auch die Betroffenen nicht so allein sind. Ja, und ich denke besonders auch an die Weltpolitik. Jetzt noch einmal bezüglich der Friedensgespräche, die jetzt in der Schweiz sind, von den Außenministern aus Amerika, Russland und andere. Herr, schenke du da, dass wieder neue Möglichkeiten gefunden werden, miteinander in Kontakt zu kommen und auch diese Welt zu gestalten und nicht immer nur alles einzunehmen oder wo die Wirtschaft das Sagen hat. Herr, gib du einfach, dass da hinein dein Geist weht. Amen. Amen. Und lass uns zusammen das Gebet beten, was Jesus uns gelehrt hat. Und ich lade euch ein, auch zu Hause dieses Gebet mitzubeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, der die Liebe ist, segne uns, dass wir dich sehen auf den Gesichtern der Menschen, dass wir dich hören in den Worten derer, die mit uns reden, und dass wir dich spüren, wenn wir Gutes erfahren und Gutes tun. So segne dich, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. In unserer Gemeinde haben wir gerade in dieser Corona-Zeit ein Gemeindebekenntnis sozusagen formuliert, was nochmal zusammenfasst, worum es uns als Andreas-Gemeinde geht. Und das wollen wir jetzt gemeinsam sprechen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne zu Hause auch mitsprechen. Wir sind Kirche. Die Gemeinschaft in den Kirchen mag für eine Zeit erschwört bleiben, aber die Kirche ist nie ohne Gemeinschaft, denn wir sind Kirche. Wir sind Gemeinschaft Gottes, die füreinander einsteht, Nachfolgende Jesu, die durch Krisen wachsen, Anbetende, die ihren Blick auf Gott richten, Dienende, die die Not und sich wahrnehmen und helfen, Evangelisierende, die Hoffnung und Frieden bereiten. Wir sind die Kirche. Wir leben aus Gnade, atmen Gnade und tragen Gottes Gnade in die Welt. Amen. Wir werden diesen Andreastag, den wir eigentlich live feiern wollen, nochmal wiederholen. Und zwar dann wirklich live und in Farbe. Sobald wir den Termin haben, werden wir ihn informieren, sodass wir uns wirklich irgendwann mal nochmal sehen können. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und tschüss. Und vielen tschüss. Dank an euch. Tschüss.